Jetzt sitze ich hier in meinem chaotischen Auto, aber ich habe ja gesagt, ich möchte nicht mehr ganz so perfektionistisch sein, was meine Videos angeht. Und ich muss euch was mitteilen. Ich bin gerade, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Also, mein Freund hat in der Lüneburger Heide ein Seminar, so eine Schulung für ein Programm. Und da ich von überall aus arbeiten kann und wir das einfach als Möglichkeit nutzen wollten, um auch noch ein bisschen, ja, einfach Paarzeit zu haben, bin ich mitgefahren. Und ich habe ihn morgens noch gefragt und habe gefragt, wo fahren wir eigentlich jetzt genau hin? Weil ich gucken wollte, ob ein cooles Reitsportgeschäft in der Nähe ist. Und dann sind wir einfach in der Lüneburger Heide. Lumühl war 5 Minuten entfernt gefühlt. Und ich stehe jetzt gerade vor Reitsport Michaelis. Und es war immer so, es ist Kindheitserinnerung. Vor Geburtstag und Weihnachten sind wir immer hierher gefahren. Und ich durfte dann immer für meinen Geburtstag und Weihnachten hier mir ein paar Sachen aussuchen. Ja, und heute shoppe ich vielleicht für ein neues Teammitglied. Ich habe mich ziemlich sicher für ein ganz, ganz tolles Pferd entschieden. Gar nicht das, wonach ich gesucht habe. Absolut nicht. Aber ich habe lange nicht so viel Spaß im Sattel gehabt, wie als ich auf seinem Rücken saß. Es ist ein Wallach. Er ist komplett Typ Pony. Er ist quasi ein großes Pony. Aber es fühlt sich einfach richtig an. Ich werde euch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber jetzt werde ich erstmal shoppen gehen. Spätestens, als ich dieses Iris Beyer-Jacket gesehen habe, war vorbei. Ich durfte mir da nämlich mal ein Iris Beyer-Jacket aussuchen, was zu damaligen Zeiten, als ich Kind war, Nonplusultra war und ja, da war vorbei. Ich kann mich noch genau dran erinnern, meins sah nämlich sehr ähnlich auch aus, auch mit dieser goldenen Kante und wow. Und dann greife ich da so in den Gamaschenfundus und ja, bin direkt in meinen frühen 20ern angekommen oder noch ein bisschen eher sogar. Eine Freundin von mir hatte die damals und ich war so neidisch und fand die so cool, dass ich sie mir irgendwann gekauft habe und sie waren aber nicht so praktisch, weil das Leder irgendwann hart geworden ist. Aber es ist einfach, ja, man erinnert sich einfach an schöne Zeiten. Ich finde diesen Laden einfach so unfassbar beeindruckend. Fast schon erschlagend, aber auf eine positive Art. Und ich habe ja im Titel schon so angedeutet, shoppen fürs neue Pferd? Es ist noch keine hundertprozentige Entscheidung getroffen. Aber eventuell hat sich da tatsächlich schneller als erwartet, ja, was ergeben. Und auf Instagram nehme ich euch da auch noch ein bisschen regelmäßiger ja mit und teile Gedanken und sowas. Ich habe aber auch hier nochmal ein Video hochgeladen, wo ich euch mein Statement aus meiner Insta-Story hochgeladen habe, warum es jetzt doch wieder ein drittes Pferd sein soll. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin sehr aufgeregt. Oh mein Gott. Vor allen Dingen habe ich gedacht, so, ich lasse mir damit Zeit und habe eigentlich auch
tatsächlich was ganz anderes gesucht als das Pferd, was jetzt gerade im Gespräch ist. Aber manchmal kommt es, wie es kommen soll. Und vielleicht bin ich jetzt einfach mal nach der langen Zeit, wo ich mich nicht getraut habe, mal mutig zu sein, bin ich jetzt vielleicht mal wieder mutig und denke ein bisschen an mich. Und möchte einfach Spaß haben. Und ich bin natürlich gestern fündig geworden. Deswegen gibt es jetzt noch ein Shopping Haul. Und ihr seht, die Tasche ist recht groß. Und ich fange erstmal mit einer Sache an, die ich auf jeden Fall geplant hatte zu shoppen. Ich habe schon für Holly diese Decke. Das ist so eine Horsewear, ja, wie so eine Eczema-Decke, aber halt eben nicht dieses komplizierte Anziehen. Und Holly kommt damit super klar. Und die habe ich jetzt nochmal für Cappy in ihrer Größe geholt. Das war etwas, was ich unbedingt haben wollte. Dann habe ich auch noch nützliche Sachen gekauft. Eine neue Mähenbürste, weil die einfach mit 3 Euro unfassbar günstig war. Ich finde die richtig cool. Und diesen Pinsel hier mit einer Schutzkappe, damit es nicht so eine schmierige Angelegenheit ist, weil ich Holly nämlich gerade die Hufe sehr, sehr regelmäßig schmieren muss. Und noch einen frischen Schwamm. Das waren so nützliche Sachen, die ich unbedingt brauchte. Wen ich natürlich nicht vergessen habe, ist mein kleiner Käse. Look at this! Das ist, glaube ich, von H&M. Und es ist ein so super süßes, kleines, was soll das sein, Pferd. Auf jeden Fall ein Spielzeug, das habe ich für meinen kleinen Käse geholt. Ich habe tatsächlich relativ viele nützliche Sachen geshoppt. Für meinen Anhänger fehlten mir solche Anbindeketten. Mama hat sich gestern beschwert, die war nämlich mit Holly, die hat sie in die Klinik gefahren. Und dann meinte sie, ob ich keine vernünftigen Anbinder hätte für den Anhänger. Das habe ich natürlich dann direkt erstmal geändert. Ich fand die aber relativ teuer mit 17,25 Euro, aber jetzt kann ich meine Pferde ganz einfach auf dem Anhänger anbinden. Übrigens muss ich den Anhänger unbedingt mal wieder sauber machen, der sieht aus wie Sau. Das ist vielleicht der passende Anlass. Ich schaffe es immer wieder, diese ollen Schweifriemen zu verbummeln von den Outdoor-Decken. Und deswegen habe ich mir da jetzt nochmal 2 neue mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann, dass die ständig verschwinden. Gut, dass man die einzeln nachkaufen kann. Bei jeder Shoppingtour muss man irgendwas unfassbar Unnützes mitnehmen, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich, ich komme mal näher, dieses Glitzerspray in Rainbow mitgenommen. Braucht man das? Nee, habe ich trotzdem gekauft. Und ich feiere es. Ist das nicht cool? Und jetzt kommen wir zu, ja, richtig schönen Dingen. Also, es ist so, ich kann das ja hier schon mal auch ein bisschen mitteilen. Das Pferd, was ich mir angeguckt habe, ist ein bisschen kleiner als meine Pferde sonst. Deswegen ist auch nicht ganz das, was ich gesucht habe. Und ich habe ja gesagt, vielleicht muss ich einfach mutig sein. Und deswegen habe ich, weil ich jetzt gestern eben schon die Möglichkeit hatte, dort zu shoppen, ein richtig schönes Outfit mitgenommen. Weil diese Schabracke passt natürlich auch einfach bei meinen Mädels drauf. Das ist eine Standard-Springschabracke oder Vielseitigkeitsschabracke. Meine erste von dieser Marke ist PS of Sweden. Auf dieser Seite ist auch noch so ein kleines Logo und die hat so süße Rüschen hier dran. Fand ich eigentlich ganz nett. Und dazu habe ich passend die Fliegenhaube mitgenommen, die Fliegenmütze. Und zwar in Kopf. Ich hoffe, es wird passen. Ich hoffe, sie ist nicht zu groß. Aber sie ist einfach wunderschön und ich glaube, so wenn ich es mir jetzt angucke, wird die sonst aber auch meiner Holly passen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und zum Schluss noch ein Halfter. Ich habe das jetzt mal auf ganz klein gemacht. Es könnte passen. Und auch hier ist der Fall, wenn es nicht passt, passt es auf jeden Fall Holly. Und es sieht einfach richtig schick aus. Ich zeige es mal von nahen. Das ist quasi so eine Kombination aus Neopren und Leder und richtig weich gepolstert mit Ohrenausschnitt. Ein paar schönen Details hier mit diesem dunkelgrün geflochtenen. Hier hinten wieder mit Leder. Oh, das fand ich einfach so wunderhübsch. Tja, das war mein Einkauf. Ich habe noch mir hier diese Kappe ausgeguckt. Die finde ich richtig schön. Ich glaube, vielleicht werde ich mir die irgendwann mal für zu Hause gönnen, da meine Kappen, die ich jetzt gerade nutze, sehr teuer sind. Ich hatte eigentlich auch ein günstigeres Cask-Modell. Als ich aber von Cappy gestürzt bin, bin ich auch auf den Kopf gefallen. Nee, als ich von Carlson gestürzt bin, bin ich auf den Kopf gefallen. Und dann habe ich gedacht, man soll dann ja so eine Kappe nicht weiter nutzen. Deswegen benutze ich gerade immer meine guten Kappen mit Strass und allem. Und eigentlich ist mir es zu schade fürs tägliche Reiten. Und deswegen habe ich mir diese angeguckt. Das ist von Cask so das günstigere Modell. Immer noch teuer, wenn man sich für Glitzer entscheidet. Aber ja, ich bin aktuell so aufgeregt und freue mich einfach so doll gerade, dass
Merkt man mir vielleicht an, ich rede sehr schnell und bin ein bisschen hyped, aber ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Und damit sind wir dann auch am Ende von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß, bei meiner Shoppingtour dabei zu sein. Und ich glaube, ich werde wieder regelmäßig nach Lohmühlen zu Michaelis fahren. Das macht einfach so viel Spaß in diesem Laden. Man kann auch bei einem Besuch eigentlich gar nicht alles überblicken. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.